On Tour. Sicher unterwegs in Bayern. Einfädeln, Spurwechsel, überholen. Auf der Autobahn gibt's viele Gefahren. Regel Nummer 1, richtig einfädeln. Der Beschleunigungsstreifen dient dazu, in den fließenden Verkehr einzufädeln. Hier ist es wichtig, zügig zu fahren, die gesamte Länge des Beschleunigungsstreifens auszunutzen, den Blinker frühzeitig zu setzen und die Verkehrslage zu beobachten und im Idealfall mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wie der fließende Verkehr einzufädeln. Achtung, der fließende Verkehr hat immer Vorfahrt. Im Zweifelsfall muss der auffahrende Fahrer am Ende des Beschleunigungsstreifens kurz stehen bleiben. Regel Nummer 2. Richtig überholen. Beim Überholen ist wichtig auszuschließen, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden. Außerdem sollte man den Blinker frühzeitig setzen, um anzuzeigen, dass man die Spur wechseln möchte. Der Schulterblick, um auszuschließen, dass sich jemand im toten Winkel befindet. Wenn die Spur dann frei ist, zügig überholen. Und sobald die Bahn auf der rechten Seite wieder frei ist, auch wieder zügig zurückwechseln auf die rechte Spur. In Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot. Das heißt, die linke Spur darf nur zum Überholen genutzt werden. Die mittlere Spur, wenn auf der rechten Fahrbahn Autos unterwegs sind. Kann die rechte Spur aber länger als 20 Sekunden befahren werden, muss dorthin gewechselt werden. Regel Nummer 3. Fahren auf dem Seitenstreifen. Der Seitenstreifen darf grundsätzlich nicht befahren werden. Der dient nur dazu, ein Fahrzeug im Fall eines Unfalls oder nach einer Panne sicher abstellen zu können. Es kann aber sein, dass der Seitenstreifen temporär freigegeben wird. Das ist aber auf explizite Anordnung und nur in Ausnahmefällen möglich. Beim Runterfahren von der Autobahn gilt, spätestens 500 Meter vorher langsamer werden und ab der 300 Meter Markierung blinken. Auf dem Verzögerungsstreifen runter vom Gas. Fahren Sie immer rücksichtsvoll, dann sind Sie auch weiterhin sicher unterwegs, nicht nur in Bayern.